Willkommen meine Lieben hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und hier soll es jetzt heute einfach darum gehen, euch mal einen kleinen Ratgeber zu geben, wie man sich das richtige Balkonkraftwerk aussucht, soll es mit Speicher sein, ohne Speicher und was sind die richtigen Module. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, wir starten sofort durch. Bevor man sich überhaupt überlegt, dass es jetzt ein Balkonkraftwerk werden soll und dann schon fröhlich shoppen geht, weil gerade vielleicht der vermeintliche Schnapper da zu finden ist, sollte man sich überlegen, in was für einer Umgebung man ein solches Balkonkraftwerk denn montieren möchte. Also, wohnt ihr zur Miete und müsst es vielleicht nach einem Umzug schnell demontieren, dann ist es vielleicht ein anderes Balkonkraftwerk als das, wenn ihr zum Beispiel eine Eigentumswohnung habt oder wenn ihr sogar in einem Haus wohnt. Das sind im Prinzip drei verschiedene Anwendungsfälle. Und da möchte ich erstmal mit euch näher drauf eingehen, weil ich zum Beispiel jetzt hier, ich wohne zur Miete hier und habe zu allem Übel auch noch einen leicht gebogenen Balkon. Das führt dazu, dass man es mit so einem großen Modul hinter mir hier, 20 Kilo wiegen die Dinger, unheimlich schwer hat, diese so zu montieren, dass das hier an dem Balkon gut funktioniert. Zudem gibt es dann vielleicht auch noch irgendwelche Auflagen, der Vermieter möchte das nicht, die Mietergemeinschaft möchte das nicht, etc. pp. Und dafür gibt es eine andere Lösung und die seht ihr jetzt hier auch, diese schwarzen, das sind nämlich tatsächlich Module, die flexibel sind und die ich dann hier ganz normal montieren kann. 4,5 Kilo, die könnt ihr mit einem ganz klassischen Kabelbinder hier, natürlich aus Metall, selber befestigen und schon habt ihr ein funktionierendes Balkonkraftwerk. Wenn ihr dagegen hier die Standardmodule wollt, 20 Kilo wiegen die, ja, dann braucht ihr eine andere Lösung, wie gesagt, und dann muss das eine ganz andere Halterung sein. 20 Kilo lassen sich auch nicht mal eben über ein Balkongeländer hängen, klar geht das, aber da gibt es bessere Anwendungsfälle. Nämlich zum Beispiel, indem man die Module sich einfach in den vorhandenen Garten stellt. Da seht ihr diese zwei Module, jeweils 20 Kilo. Die stehen auf so einem Rasenstück natürlich viel besser als bei mir oben am Balkon. Und allein diese kleine Anlage jetzt hier hat mal eben 435 Watt mal 2, 870 Watt. Ne? Und wenn ihr die Möglichkeiten habt, dann ist das natürlich geil. Aber noch geiler wird es, wenn man das einfach nochmal eskalieren lässt und dann sieht das so aus. Ja, dann macht man das nämlich so hier. Vier Module, 435 Watt, mal eben knappe 1,8 Kilowatt Peak auf dem Dach. Dazu braucht ihr dann noch die Solarbank 2 Pro. Das Ganze gibt es tatsächlich als fertiges Set von Anker. Und dann ist wirklich Happy Sunny Charging, denn damit könnt ihr richtig schön die Energie der Sonne für euch nutzen. So, nachdem ihr jetzt wisst, was die richtigen Module für euren Anwendungsfall sind, könnt ihr euch nun überlegen, wie hoch ist überhaupt mein Strombedarf. Das heißt, was muss ich eigentlich ausgleichen, sodass ich die Grundlast, und ich spreche wirklich von der Grundlast, weil bei einem Balkonkraftwerk wird nie mehr als 800 Watt wieder eingespeist. Das müsst ihr euch bewusst sein. Also, wenn ihr einen Herd anwerft oder einen Staubsauger und so weiter, liegt das deutlich über 800 Watt. Darum geht es aber auch nicht. Es geht hier wirklich um die Grundlast. Und da könnt ihr euch jetzt überlegen, wohnt ihr wie ich als Single in einem Haushalt, vielleicht im Homeoffice und habt dementsprechend vielleicht eine Grundlast von, mit Rechner und so weiter, liege ich bei 250, 300 Watt. Dann ist diese 900 Watt Peak-Anlage, die ich hier habe, mit den flexiblen Modulen von Anker und der Solarbank Plus völlig ausreichend, klar. Solltet ihr jetzt aber in einem Haus wohnen oder vielleicht mit zwei, drei Personen in einer Eigentumswohnung und dann läuft hier der Fernseher, da läuft der Computer, vielleicht noch eine Playstation und so weiter, kommt man schnell in andere Bereiche, wo es dann vielleicht dann doch Sinn macht, dass man eine größere Anlage nimmt. Und wenn man nochmal auf diese Module hier geht, da hat eins 435 Watt, dann kann man sich ganz schnell ausrechnen, bei vier Modulen liegt man dabei fast 1,8 Kilowatt Peak. Und damit könnt ihr schon ziemlich viel ausgleichen. Klar braucht ihr dann nicht mehr die Solarbank Plus, sondern die Solarbank Pro von Anker in diesem Falle. Aber mit 4 MPPTs und einer Eingangsleistung von 2,4 Kilowatt Peak ist das dann die richtige Wahl. Weil, ihr müsst euch überlegen, das Ding soll dann ja auch die Grundlasten in der Nacht einfach abdämpfen. Das heißt, in der Nacht laufen dann drei Fernseher im Standby-Betrieb, noch irgendwelche anderen Geräte und so weiter, vielleicht noch eine Kamera, whatever. Und
wenn der Speicher dann zum Ende des Tages voll ist, vielleicht mit einer Speichererweiterung noch, dann habt ihr im Prinzip nur noch die außergewöhnlichen Lasten, die über 800 Watt gehen am Tag, wie zum Beispiel, wenn der Herd mal angeworfen wird oder wenn vielleicht, ich weiß es nicht, die Spülmaschine läuft, der Trockner läuft etc. Ja? Also, das ist nochmal wichtig zu wissen bei der Auswahl der Module, die richtige Entscheidung treffen und dann natürlich die Anzahl der Module, sprich, brauche ich ein zweifach MPPT oder muss ich ein vierfach MPPT haben, weil ich dementsprechend mehr Leistung haben möchte vom Dach, vom Rasen oder eben vom Balkon. Wie ich schon eingangs erwähnte, ist gerade für Mietwohnungen das flexible Modul von Anker eine ideale Lösung, weil man es extrem schnell montieren kann. Das seht ihr hier im Bild, ich mit meinem Kumpel Eddie. 4,5 Kilo wiegt ein solches Modul. 4 Stück haben wir hier im Verbund. Das ist in Summe dann 900 Watt Peak und bringt so manche Ersparnis mit sich. Ja, wie ihr seht, kann Eddie das ganze Modul mal eben easy übers Geländer heben und ich montiere dann mit den Metallkabelbindern tatsächlich das Modul an meinem Geländer und dementsprechend ist diese Montage oder auch die Demontage natürlich maximal einfach. Des Weiteren muss man hier auch noch sagen, Anker gibt auf das Modul, auf dieses flexible Modul 12 Jahre Garantie und das Ganze bei einer Lebenserwartungszeit von 15 Jahren. In Verbindung mit der Solarbank Plus, die ich dann hier habe, mit dem zweifach MPPT-Trecker, habe ich dann ein System, was 15 Jahre Lebenserwartung hat und 10 Jahre Garantie von vom Speicher her und 12 Jahre von den Modulen her. Und damit werde ich sicherlich auch glücklich werden. So, dann ist nochmal die Sonne rausgekommen, ist auch schön. Und ja, das Herzstück der ganzen Anlage ist jetzt hier die Solarbank Plus, die ihr hier stehen seht. Aber wie kann man das Ganze jetzt auch noch dynamisch gestalten? Und dazu seht ihr hier den Smart Plug. Den steckt ihr ganz einfach in eine Steckdose vor einen Verbraucher, wie zum Beispiel den Fernseher, die Waschmaschine oder die Spülmaschine. Und dann könnt ihr dynamisch den Strom messen, der zusätzlich zu eurem Eigenverbrauch von euch eingestellt wurde. Und dementsprechend könnt ihr damit dann sehr flexibel und sehr schnell reagieren auf irgendwelche Stromschwankungen bei euch zu Hause in eurem System. Das gucken wir uns jetzt mal im Detail an mit der Solarbank Plus. So, und das machen wir eben mal mit der Bildschirmaufnahme. Ich habe inzwischen alle drei Smart Plugs installiert. Das seht ihr hier, Waschtrockner, Wohnzimmer und die Spülmaschine. Und da seht ihr schon, dass sie so eine Grundlast haben von hier, in Summe müssen das um die 10 kW sein, 10 Watt sein natürlich, das sehen wir jetzt auch links am Rand, seht ihr 10 Watt und oben rechts im Gesamtlayout seht ihr auch 210 Watt. Warum 210 Watt? Ihr müsst bei der Solarbank einen Grundstrom angeben und den habe ich mit 200 Watt angegeben und dazu kommen dann die 10 Watt. Hier seht ihr die Solarbank, sie lädt gerade mit 213 Watt, das heißt 200 Watt gehen jetzt gerade ins Haus und von 400 Watt oben auf dem Dach kommt 200 direkt zum Laden in den Speicher zurück. Wenn ich jetzt einen Verbraucher anschalte, seht ihr sofort, dass einer der Smart Plugs reagiert, weil ich habe den Fernseher angeschaltet und ihr seht, 200 Watt gehen jetzt in diesem Fall für den Fernseher drauf. Und das ist so schnell gegangen, dass es hier gerade eben einen kleinen Zitterer gab, weil die Bildschirmaufnahme gar nicht so schnell umspringen konnte, wie ich mein Apple TV eben angeschaltet habe. Jetzt seht ihr, oben 413 Watt, die Solarbank wird jetzt entladen, weil sie eben zum Gesamtlayout, also 200 Watt Grundlast plus 213 Watt vom Fernseher jetzt, 413 Watt rausziehen muss. Und jetzt ist 465 Watt vom Dach, also wird es dementsprechend etwas geladen, viel entladen. Und wenn ich jetzt den Fernseher wieder ausschalte, dann seht ihr, dass es einmal zittert, zack, weil es so schnell geht und wieder zurückgeht. Unten auf die Plugs achten, 26 Watt Grundlast. Dementsprechend habt ihr eine sehr schnelle Reaktionszeit und könnt es dementsprechend auch sehr, sehr gut einstellen, wie ihr das für euer Haus braucht mit den intelligenten Steckern.
So, und wo ist jetzt der Vorteil von solch einer Anlage gegenüber meiner Lösung mit den Smart Plugs? Ja, das sage ich euch. Also einmal die Größe. Ich hätte gerne 1,8 Kilowatt Peak auf dem Dach oder auf dem Balkon. Ist nicht machbar, deswegen aus Platzgründen einfach schon nicht umsetzbar. Aber ihr könnt natürlich hier mit den vier Modulen auch das Solarbank 2 Pro System von Anker nutzen mit einem vierfach MPPT mit 2400 Watt Eingangsleistung. Das ist so viel, da könnt ihr den Strom speichern und wenn der Anker dann voll ist mit 1,6 Kilowattstunden Peak und ihr einen Stromausfall habt, könnt ihr den auch noch nutzen. Mit 1000 Watt AC hat er eine tatsächlich echte Steckdose und könnt damit zum Beispiel, wenn der Strom weg ist, einen Kühlschrank für 32 Stunden stumpf betreiben. Auf die Solarbank Pro habt ihr dann 10 Jahre Garantie, die Lebensdauer betitelt Anker sogar mit 15 Jahren. Das Ganze bei 6000 Ladezyklen garantiert für den Lithium-Eisenphosphat-Akku. Was tatsächlich dann noch dazu kommt, das geht natürlich auch mit einer Solarbank Plus. Das ist das Thema Smart Meter. Wenn ihr jetzt im Eigentum bewohnt, also zum Beispiel jetzt hier wie diesen Fall in einem Haus oder aber in einer Eigentumswohnung, ihr habt Zugriff auf den Verteilerschrank, dann empfehle ich jedem nicht die Smart Plugs zu nehmen, sondern eben das Smart Meter zu nehmen. Denn das Smart Meter, das macht den entscheidenden Unterschied. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an. Der kleine, aber große Unterschied zu den Smart Plugs, die Anker anbietet, ist der hier verbaute Smart Meter. Wie gesagt, wenn man einen Elektriker im Haus hat oder selber Elektriker ist, ist die Installation überhaupt kein Problem. Lasst es aber bitte immer professionell machen. Und die Vorteile des Smart Meters, die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, weil die sind wirklich groß. Eigentlich sind sie für mich entscheidend. Also ich würde nur noch irgendwelche Anlagen in Betrieb nehmen wollen mit dem Smart Meter, weil das ist einfach, so muss es sein. So, hier seht ihr das System Solarbank Pro und den Smart Meter und das Ganze sieht dann so aus. Ihr habt wieder einmal oben vom Netz, oben rechts 0 Watt, weil der Solarstrom mit 445 Watt so viel ist, dass das Zuhause, was ihr unten rechts seht, 73 Watt, ist gerade der Idle Mode sozusagen, die Grundlast vom Haus. Und somit geht von den 440 Watt 370 Watt in das Laden der Batterie. Ja, die seht ihr hier. Könnt euch das Ganze angucken, so sieht das dann Natura aus, ist gestackt, das heißt ein Zusatzakku montiert und ja, er wird also jetzt durchgehend mit über 300 Watt geladen, weil mein Zuhause dementsprechend auch nur recht wenig Strom benötigt, wenn es in einem Idle-Mode ist und kein Computer läuft und so weiter, sondern einfach nur, was so die Standby-Geräte bei mir zu Hause benötigen. Ja, das Ganze ist der sogenannte Eigenverbrauch. Das macht ihr mit dem Smart Meter, weil dann reagiert ihr sofort auf irgendwelche Veränderungen, die ihr bei euch zu Hause habt. Und da ist es völlig egal, was das ist. Und in meinem Fall möchte ich euch das nochmal wieder zeigen. Ihr kennt das schon. Ich mache gleich den Fernseher an und dann seht ihr sofort, dass das Zuhause von 61 Watt hochgeht auf 216 Watt, 206 Watt jetzt. Und ihr seht dementsprechend, dass die Solarbank nur noch mit 220 Watt geladen wird. 444 Watt sind auf dem Dach und 231 gehen ins Haus, weil dementsprechend gerade das ganze System diese Leistung abfragt. Jetzt geht es hoch auf 281, 295 Watt. Ihr seht das. Es ist so dynamisch. Innerhalb von 3 Sekunden können hier in 10 Watt Schritten die Leistung dementsprechend angepasst werden. Und das finde ich ist eine super geile Lösung für alle, die die Möglichkeit haben, an den Verteilerschrank zu gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Fernseher ausmache, seht ihr, dass sofort gleich die ganze Belastung wieder runtergeht. Jetzt sind wir schon wieder bei 87 Watt Grundlast, also viel weniger ist es dann ja auch nicht. 85 geht das mal runter. Ja. Und dementsprechend geht wieder viel in die Batterie, um diese aufzuladen für die Nacht. Und das ist ja der große Vorteil von einem solchen Speicher. Ihr habt dann die Möglichkeit, über den Tag durch die intelligente Stromverteilung den Speicher aufzufüllen, damit ihr mit 100% in die Nacht geht. Und da sind wir dann schon bei den großen, großen Vorteilen, die ich bei einem Speicher sehe, gerade bei einem solchen System hier in Verbindung mit einem Smart Meter. Und dazu kommen wir eben jetzt. So, und dann stellt sich die Frage, mit Speicher oder ohne Speicher? Ja, und ich bin ein klarer Verfechter von immer mit Speicher. Die Preise für Speicher sind inzwischen dermaßen in den Keller gefallen, dass man das tatsächlich günstig bekommt. Und dazu muss man einfach auch die effiziente Nutzung sehen, ne? Wann
brauche ich denn Strom? Natürlich abends, wenn die Sonne weg ist. Tagsüber, wenn der Strom auf den Solarmodulen ist, dann kann ich den Strom direkt verwenden, direkt nutzen. Da brauche ich im Prinzip keinen Speicher, da routet der das so durch und im besten Falle die Smart Plugs oder Smart Meter regelt das dann sofort, sodass ich da überhaupt kein Thema mit habe. Aber eigentlich möchte ich doch dann die Überschussenergie tagsüber verwenden, um die Grundlast irgendwie abzupuffern. Und dann, wenn ich abends nach Hause komme oder was weiß ich, abends Fernsehen gucke etc., dass ich dann eben den Strom aus dem Speicher nutze, um ihn dann ins Haus einzuspeisen und dementsprechend nochmal weniger Stromverbrauch zu haben. Anker bietet hier dann zum Beispiel die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern auf bis zu 9,6 Kilowattstunden. Und das sollte natürlich reichen, denn so haben interne Untersuchungen von Anker zum Beispiel ergeben, dass ich eine Speichernutzung von einem Wirkungsgrad von 40% ohne Speicher bis hoch zu 97% anheben kann. Das heißt, ihr nutzt den Strom, den ihr produziert und speichert, zu 97% besser, als wenn ihr ohne Speicher einfach nur die Solarmodule tagsüber nutzt. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Argument und ich, wie gesagt, bin ein großer Fan vom Speicher. So, und damit sollte jetzt auch dem Letzten klar sein, was der Vorteil ist an einer großen Anlage gegenüber der kleinen Anlage und für wen was die richtige Wahl ist. Wie gesagt, ich hätte gern zu Hause auch sowas hier, was hier auf dem Dach liegt, ist nicht möglich. Also begnüge ich mich mit dem, was für mich möglich ist, ne? Und das ist dann diese 900 Watt Peak Anlage mit der Solarbank Plus, die ich hier stehen habe. Das ist für mich ein ausreichendes System in Verbindung mit den Smart Plugs und damit bin ich tatsächlich wunschlos glücklich. Ich hoffe, ich habe euch eine kleine Übersicht geben können über das ganze Thema Balkonkraftwerke und dass ihr jetzt die richtige Entscheidung treffen könnt. Und dann geht los, nutzt die Sonne, Kinder, und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal dann wieder hier auf meinem Kanal sehen. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.